Ich bin Monika Sachser. Ich bin 68 und seit 45 Jahren im SAC Balderen, wo früher Frauenalpenclub Zürich geheissen hat. Und ich wohne in Zürich-Schwamendingen zusammen mit meiner Lebenspartnerin. Und ich habe hier etwas mitgebracht, ein paar Steigeisen. Die haben früher meine Mutter gehört. Und als ich dann angefangen habe, Hochtouren zu machen, hat sie mir die gegeben. Und ich war ein paar Mal mit ihnen unterwegs. Und dann wollte ich mal auf der Klariden. Und dort ist alles gut gegangen, bis kurz vor dem Gipfel. Dort war es ganz steil und hart, also fast blankes Eis. Und ich bin dort einfach nicht hochgekommen, weil ich hätte die Füße anziehen musste, weil sie haben ja keine Frontsacken. Und dann musste ich zuschauen, wie da die anderen dort rauf sind. Es war nicht weit, aber es wäre wirklich einfach nicht gegangen. Und die Woche darauf habe ich sofort neue gekauft. Ja, das war am Anfang, als ich frisch bei den Balderen war und eben angefangen habe, auch auf Hochtouren zu gehen und klettern auf Clubtouren. Und ziemlich gleich hat es geheissen, ja, du könntest dann auch mal etwas leiten. Und dann habe ich gefunden, ich bin kurz vorher bin ich über die Reine gelaufen. Das war gar noch nicht bekannt. Ich fand es wunderschön und gebe das ein. Und man macht das Programm immer ein Jahr zum Voraus. Ich habe etwa 10 Plätze reserviert in der Hütte. Und hatte dann schlussendlich 22 Anmeldungen gehabt. Ich hatte dann ziemlich Biberen gehabt. Ich so jung und noch nicht viel Erfahrung mit Leiten. Und also, wer schafft die alte Frauenalpenklüpplerinnen, die mit mir laufen wollen? Ich hatte schon riesen Respekt vor denen. Und dann sind wir am ersten Tag sind wir über den Dieseroutpass gelaufen, in die Terrihütte. Und am Schluss war es noch ein bisschen exponiert, so am Rand einer Schlucht. Wir haben dort übernachtet. Ziemlich eng natürlich, wir waren nicht die Einzigen. Und am nächsten Morgen stockdicker Nebel. Und dann haben sie gemerkt, sie müssen wieder da über das exponierte Stück durchlaufen. Und irgendeine von den Ältesten hat dann gesagt, sie will nicht dort durch, weil es einen Wegweiser hatte, einen direkteren Weg. Sie hat dann Unterstützung bekommen von 2, 3 anderen. Und ich habe dann ganz lieb probiert zu erklären, nein, ich will nicht hier durch, ich kenne den Weg hier. Den anderen kenne ich nicht und ich will jetzt auch am Fluss noch, weil es ja Nebel hat. Nein, wir wollen nicht hier durch. Ich habe es noch 2, 3 Mal so nett probiert zu erklären. Hat nichts genützt. Und dann kam ein Mann von einer anderen Gruppe und hat gesagt, kommt mit mir, ich bringe euch hier schon über die Ebene. Und genau das habe ich gebraucht. Das hat mir den richtigen Schub gegeben und ich habe gesagt, so, wir gehen, bin einfach vorausgelaufen und alle brav hinterher. Eine hat dann noch gesagt, ich mache dann den Schluss. Und das ist tipptopp gegangen, hat dann auch aufgetan und alle waren nachher zufrieden gewesen. Ja, wir sind bei der Fusion selbstständig geblieben und nehmen seitdem Männer auf. Und unser Frauenanteil ist jetzt etwa noch 2/3. Also das ist, glaube ich, auch ziemlich selten. Und wichtig ist eben, dass man es gut hat unterwegs und dass man am Schluss der Tour nicht alle davon stäubt in alle Richtungen, sondern dass man noch einkehrt, wenn es irgendwie möglich ist. Ich habe ja alle Protokolle von 1921 durchgelesen und dort war nur ein Satz, wir müssen mal diskutieren an einer späteren Sitzung über das Benehmen und Bekleidung auf Touren. Das würde mich natürlich grusig wundern, vor allem eben das Benehmen, was die einen da angestellt haben, die die anderen daneben gefunden haben.